Hallo und herzlich willkommen zur 35. Biodiversitätsvorlesung. Wir machen weiter mit unseren Beutelrattenartigen und gehen heute tiefer rein in die Gattung der verborgenen Opossums, die wir uns heute komplett anschauen möchten. Die Gruppe heißt auf Latein Cryptonanus und ja, diese Gattung gehört zur Unterfamilie der eigentlichen Beutelratten Didelphinae. Sie kommen in Bolivien, Uruguay und Ostbrasilien vor. Äußerlich sind die verborgenen Opossums kaum von den Grazilopossums zu unterscheiden. Die Unterschiede liegen maßgeblich im Schädelbau und deswegen nicht wundern, wenn wir die später auch noch behandeln. Viele haben im lateinischen Namen noch das Grazil drin, was daran liegt, dass die früher mal zusammen eine Gruppe waren, bis man festgestellt hat, die Unterschiede sind doch zu groß, man muss die trennen. Und man hat man zwar die Gattungen umbenannt, die Artnamen aber belassen. Und das kann natürlich verwirrend sein. Also sowohl das Aussehen als auch der lateinische Name kann hier dazu führen, dass man auf den ersten Blick vielleicht eine falsche Zuordnung macht. Daher am besten zweimal hinschauen. Der Gefährdungsbeurteilung durch die IUCN liegt für die Gattung nicht vor. Ein bisschen erstaunlich, meistens ist es nämlich dann so, dass die IUCN im Zweifelsfall Least Concern sagt, weil sie davon ausgeht, dass sie gut verbreitet sind. Hier in dem Fall gibt es aber gar keine Einstufung. Ist vielleicht aber auch nicht verkehrt, weil wenn man sich nicht sicher ist, ist es denke ich auch nicht schlimm, wenn man halt versucht, dann lieber nichts zu sagen. Kommen wir zum Körperbau. Das Fell ist ungemustert und oben meist rötlich oder graubraun und unten grau oder unpigmentiert. Die Deckhaare, also die Haare, die sozusagen länger werden, die über den normalen buschigen, kuscheligen Fell liegen, sind nur gering entwickelt. Auffällig ist ein dunkler Ring um den Augen, sieht man auch hier, haben aber viele Opossums und viele, ja, ich sag mal, ähnliche Arten, dass die zwar nicht immer identisch sind, aber so ein dunkler Augenring in irgendeiner Form ist meist bei allen vorhanden. Finger 3 und 4 der Pfotophoten sind länger als der 2. und 5. Und die Weibchen haben keinen Beutel und 9 bis 15 Brüste bzw. Zitzen. Der Schwanz erscheint nackt, jedoch verfügt jede Schwanzschuppe über 3 kurze Haare. Das sieht man halt nur, wenn man sich das Tier genauer anschaut. Auf den ersten Blick wird man das nicht erkennen können. Ist aber ein relativ spannendes Merkmal, weil die meisten sind teilweise behaart bis zu einem gewissen Grad und dann nackt oder ganz nackt. Von daher kann man das auch schon als Unterscheidungsmerkmal nehmen. Sie verfügen zudem über zusätzliche Schädelfenster, die sogenannten Vorrahmen Ovale, sind hier oben rechts dargestellt mit der 12. Das sind halt ja kleine Löcher, sage ich mal, im Schädel. Und die liegen dann im Bereich des Keilbeins os sphenoidale mit 6 dargestellt. Also das magenta-pinkfarbene hier am Schädel. Ist natürlich menschlicher Schädel, aber für Tiere gibt es halt sehr wenig solcher passenden Zeichnungen. Im Oberkiefer ist der 2. Prämolar kürzer als der 3. Die Oberkieferfenster Maxillari Fenestre, das sind 2 Löcher im Gaumen nahe des 1. und 2. Backenzahns, die fehlen. Kann man hier auf der Zeichnung auch kaum erkennen. Ist trotzdem die beste, die man so frei finden kann. Der rostrale Fortsatz, welcher den Prämaxillarknochen verlängert, fehlt. Also das ist, ja, wie kann man das erklären? Einfach ein verlängerter Knochen, der sich ausgebildet hat und der fehlt halt hier. Ja, ansonsten, sie sind relativ klein und leicht, wiegen gerade mal 40 Gramm. Höchstalter ist unbekannt, wird aber nicht mehr als 2 Jahre sein, wahrscheinlich sogar weniger, ich schätze mal eher 1,5 Jahre so. Und sie werden gerade mal 21 cm groß. Damit kommen wir zur inneren Taxonomie der verborgenen Opossums, also Cryptonanus. Und die Gattung lässt sich halt in folgende Arten teilen. Wir haben da Acricolas Schlankbeutelratte, Cryptonanus acricolae, dann die Chaco Schmalbeutelratte, Cryptonanus chacoensis, die Guahiba Zwergbeutelratte, Cryptonanus guahibae, die rotbäuchige Schlankbeutelratte, Cryptonanus ignitus, die ist ausgestorben, und die Undavi Schlankbeutelratte, Cryptoanus unduaviensis.
Fangen wir an mit Agricolas Schlankbeutelratte, Cryptonanus agricolae. Und die gehört zur Gattung der verborgenen Possums, Cryptonanus, wie wir es ja gerade gesehen haben. Sie kommt im nordöstlichen und südwestlichen Teil Brasiliens vor. Der südwestliche Teil ist hier bei der Karte der IUCN nicht markiert. Ich vermute, das liegt daran, dass die Karte nicht aktualisiert wurde. Es wird vermutet, dass es sich hierbei jedoch um mehrere Arten handelt, die noch unterschieden werden müssen und die wahrscheinlich ein jeweils kleineres Verbreitungsgebiet aufweisen. Also wahrscheinlich ist halt für den nordöstlichen eine Gruppe und für den südwestlichen eine andere Gruppe. Eine Gefährdungsbeurteilung durch die IUCN liegt für die Art nicht vor. Agricolas Schlankbeutelratten kommen in offenen, trockenen Habitaten vor und sind bodenbewohnt. Und folgende Merkmale zum Körperbau sind bekannt. Die Kopfrumpflänge beträgt 7,4 bis 9,5 cm. Die Schwanzlänge beträgt 9 bis 11,4 cm. Rückenfell und die Oberseite des Kopfes sind grau bis hellbraun. Das Fell an den Wangen ist heller. Sieht man auch, denke ich. Die Augenringe sind schwarz, schmal und reichen weder zu den Ohren noch der Nase. Es gibt halt Arten, wo die verbunden sind rein optisch miteinander. Das ist natürlich dann auch ein Abgrenzungskriterium. Das Fell auf der Bauchseite ist weißlich bis cremefarben. Die Behaarung an Kinn und Kehle ist heller als an Brust und Bauch. Vorder- und Hinterfüße sind weißlich. Sie werden bis zu 40 Gramm schwer oder leicht. Auch hier ist offiziell kein Höchstalter benannt. Wir behelfen uns mit geschätzten 1,5 Jahren. Und sie werden bis zu 21 cm groß. Damit kommen wir zu drittens der Chaco-Schmalbeutelratte, Cryptonanus chacoensis. Die gehört natürlich auch zur Gattung der verborgenen Opossums, Cryptonanus, weil die schauen wir uns heute an. Sie kommt im nordöstlichen und südwestlichen Teil Brasiliens vor. Es wird vermutet, dass es sich hierbei jedoch um mehrere Arten handelt, die noch unterschieden werden müssen. Hatten wir gerade auch, das ist bei der genauso. Wahrscheinlich haben das die dann alle ein kleineres Verbreitungsgebiet. Und diese Art wird von der IUCN als Least Concern, als nicht gefährdet, eingestuft. Zum Körperbau lässt sich sagen, dass die Kopfrumpflänge 7 bis 11,4 cm ist. Die Schwanzlänge ist hingegen 9,5 bis 13,6 cm. Rückenfell und die Oberseite des Kopfes sind ockerbraun, sieht also wirklich am ähnlichsten einer echten Maus aus, vielleicht ein bisschen nach Spitzmaus, die zwar nicht zu den echten Mäusen gehört, aber egal. Die Körperseiten sind leicht gelblich, lässt sich hier im Bild schwer erkennen. Die Haare sind an der Basis grau. Die Unterseite ist weißlich bis zimtfarben gefärbt. Der Schwanz ist grau-braun gefärbt und auf der Oberseite etwas dunkler als auf der Unterseite. Die Ohren sind etwas vergrößert und grau-braun. Und die Weibchen verfügen über 9 Zitzen und wie bei allen Vertretern der Gattung fehlt der Beutel. Ja, die Lebensweise der Chaco-Schlankbeutelratten ist auch gar nicht mal so unspannend. Sie sind halt wie viele Vertreter bodenbewohnt. Es gibt aber auch größere Arten, die gerne mal baumbewohnt sind. Und sie wurden in kleinen Wäldern, Plantagen und Galeriewäldern beobachtet. Galeriewälder, für diejenigen, die das vielleicht nicht unbedingt wissen, weil das ja doch schon eher so ein ökologisch-biologischer Begriff ist. Galeriewälder werden halt Wälder genannt, die sich an Flüssen erstrecken. Deswegen hier auch mal als Bild dargestellt. Die Tiere sind nachtaktiv und verbringen den Tag in Höhlen, die auch in Bäumen bis zu einer Höhe von 1,5 Meter liegen können. Obwohl die Weibchen nur 9 Zitzen haben, wurden bereits Würfe bis zu 12 Jungtieren beschrieben. Das ist das, was ich in der vorigen Vorlesung schon erwähnt habe, dass es halt auch Arten gibt, die mehr Jungtiere als Zitzen haben und ja, nur die stärksten Jungtiere überleben dann halt. An sich ist es ein recht leichtes Tier mit gerade mal 19 Gramm. Höchstalter, wie gesagt, 1,5 maximal 2 Jahre, würde ich schätzen. Und die Körperlänge beträgt 25 cm. Damit kommen wir zu Guahiba Zwergbeutelratte, Cryptonanus guahibae. Und die gehört auch zur Gattung der verborgenen Possums, Cryptonanus. Sie kommt nur nahe der Städte Porto Alegre und Guaíba im südlichen Brasilien im Bundesstaat Rio Grande do Sul vor. Verzeihung an alle, die Spanisch, Portugiesisch können, was eine der Sprachen wahrscheinlich ist.
die hier korrekt wäre, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Das ist leider nicht so meine Stärke, ich kann beide Sprachen nicht. Es sind kaum Daten bekannt, aber da Vertreter sowohl im Boden als auch im Baumfallen bis zu einer Höhle von 1,5 Meter vorkommen, vermutet man eine eher bodenbewohnende Lebensweise. Eine Gefährdungsbeurteilung durch die IUCN liegt für die Art allerdings nicht vor. Ja, zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 7 bis 10,2 cm, die Schwanzlänge 9,6 bis 13,5. Rückenfell und die Oberseite des Kopfes sind rotbraun, lässt sich jetzt hier nicht so einfach erkennen. Und der Kopf ist etwas heller als der Rücken. Die dunklen Ringe um den Augen gehen bis zur Nase, jedoch nicht bis zu den Ohren. Die Unterseite ist hellgrau, das Kinn ist jedoch weißlich. Die Oberseite des Schwanzes ist geringfügig dunkler als die Unterseite. Ein sehr schweres Merkmal, muss man ganz ehrlich sagen. Das Fell ist relativ lang verglichen mit der Körperlänge, das stimmt natürlich. Die Ohren sind etwas verkleinert und die Weichen verfügen über 15 Sitzen und wie bei allen Vertretern der Gattung fehlt der Beutel. Ja, das sind Leichtgewichte mit 25 Gramm. Auch hier Höchstalter schwer zu sagen, höchstwahrscheinlich 1,5 bis 2 Jahre, bei einer Körpergröße von maximal 24 cm. Ja, die nächste Art ist die rotbäuchige Schlankbeutelratte, Cryptonanus ignitus. Sie wurde letztmalig 1962 in der Jujuy-Provinz im Nordwesten von Argentinien gesichtet und gilt seither als ausgestorben, weshalb nicht viel über sie bekannt ist. Man ist sich aber relativ sicher, dass der Grund des Aussterbens die Abholzung der dortigen Wälder durch den Menschen war. Zu den Merkmalen und auch zu diesen Ansagen wie Größe, Lebensalter, Gewicht kann man leider nichts sagen. Wahrscheinlich wird sie auch geringfügig größer und schwerer gewesen sein als die anderen Vertreter, aber das kann ich euch hier nicht als Fakt darstellen. Das ist halt nur eine Vermutung, es gibt keine Belege, die das irgendwie untermalen. Damit kommen wir zum letzten Vertreter für heute, die Undavi-Schlankbeutelratte. Cryptonanus undaviensis. Natürlich auch ein Vertreter der Gattung der verborgenen Opossums, Cryptonanus. Sie kommt nur im bolivianischen Tiefland und im Norden von Paraguay vor, ist also relativ begrenzt. Und daher sind auch kaum Daten bekannt, aber Exemplare wurden im feuchten Grasland sowie in Marschen gefunden, was auf eine semiaquatische, also halb im Wasser lebende Lebensweise hindeuten könnte. Eine Gefährdungsbeurteilung durch die IUCN liegt aber auch für diese Art nicht vor. Folgende Merkmale zum Körperbau sind bekannt. Die Kopfrumpflänge beträgt 8,6 bis 12,1 cm. Ein Bild kann ich euch leider nicht bieten. Man findet dazu einfach nichts im Internet, nicht mal irgendwas Geschütztes. Die Schwanzlänge beträgt 11,2 bis 13,5 cm. Rückenfell und die Oberseite des Kopfes sind graubraun bis rötlich. Und die Seiten und das Gesicht sind etwas heller. Die dunklen Ringe um den Augen sind lokal und gehen weder bis zur Nase noch zu den Ohren. Die Unterseite ist weißlich bis orange mit einem schmalen weißen Streifen in der Mitte der Brust. Der Schwanz ist graubraun. Das Fell ist lang. Die Füße sind schmal. Und hier kommt jetzt das Bildenspiel. Das zeigt ja eigentlich eine Tuberculie bei der Meeresschnecke Phyllidia varicosa. Und das ist ganz interessant, weil Menschen der Umbavi-Schlankbeutelratte können im Alter auch solche Tuberkuli bekommen. Das sind halt Hervorhebungen der Haut und die können sie dann auf dem Mittelfuß bekommen. Ist halt auch sehr spannend. Man weiß nicht genau, warum und was da so der Grund für ist, aber das kann man bei denen dann finden. Ja, auch hier kann man keine großen Angaben machen. Sie werden gerade mal 40 Gramm schwer. Höchstalter ist unbekannt, wahrscheinlich 1,5 bis 2 Jahre und ihre Gesamtlänge beträgt 26 cm. Ja, damit haben wir die verborgenen Opossums heute durch. Wieder eine Gattung mehr. Und damit verabschiede ich mich für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vergesst nicht, mir ein Like da zu lassen, wenn es euch gefallen hat. Schreibt was in die Kommentare. Ich lese gerne was und sehe gern, was euch gefällt und was ich hier vielleicht noch optimieren könnte. Keine Frage, da bin ich auch offen für. Und wer es noch nicht getan hat, natürlich ein Abo dalassen. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser, bis zum nächsten Mal und tschüss.